8:30 Uhr morgens. Normalerweise bin ich so früh nicht wach. Hi Marco vom Bay High hier. Heute befinden wir uns, ihr kennt den Spruch, irgendwo im Nirgendwo in Limburg an der Lahn. Eine wunderschöne historische Altstadt. Warum wir hier sind, hat einen Grund. Wir besuchen die Glasbläserei Ehle und treffen dort Thomas Ehle persönlich. Er gewährt uns einen Einblick in seine Glasbläserei und wir dürfen ganz, ganz viele spannende Fragen stellen. Aber vorher, ihr Kulturbanausen, gibt's einen kleinen Eindruck von dieser wunderschönen Stadt. Seit 1989 stellt Thomas Ehle und sein Team hier die berühmten Glasbons in Limburg an der Lahn her. Und so langsam kann ich das verstehen, denn diese Stadt hier bietet genügend Inspiration für wunderschöne Glaskunst. Aber ich würde sagen, jetzt genug Kultur. Wir fahren zur Glasbläserei und schauen uns mal an, wie das so läuft. Wir haben nun 16.20 Uhr, wie der Zufall das so will, und sind am Ende unserer kleinen Doku angelangt. Wieso am Ende, werdet ihr euch fragen? Der Film hat doch gerade erst begonnen. Das ist richtig. Ich wollte aber erst einmal die Eindrücke verarbeiten, die heute auf mich eingeprasselt sind. Ich habe heute Menschen erlebt, die sehr, sehr emotional für ihren Job brennen und das lieben, was sie hier alltäglich tun. Das hier ist eine Doku über Thomas Ehle und seinem Team. Wer ist Thomas Ehle? Thomas Ehle ist der kreative Kopf hinter der Firma. Er ist der Namensgeber. Thomas Ehle ist ein herzensguter Mensch. Unabhängig vom Arbeiten, auch wenn wir dann zusammen unterwegs sind zu Kunden, dann hat man viel Zeit. Wir waren am Wochenende auf der Mary Jane in Berlin. Wir konnten uns in Summe 12 Stunden lang im Auto unterhalten. Thomas ist ein sehr herzlicher Mensch, ein sehr kreativer Mensch und auch ein sehr schneller Mensch. Wir sind ein Familienbetrieb, darauf sind wir stolz. Und das zeichnet uns auch, glaube ich, so ein bisschen aus. Also jeder erzählt dann auch von seinen Problemen, wenn es mehr Ärger gibt zu Hause oder wenn das Kind krank ist. Thomas ist sehr einfühlsam. Er fragt jeden Morgen, wie geht's der Frau, wie geht's den Kindern. Das habe ich so von einem Vorgesetzten oder von einem Chef auch noch nicht erlebt. Moin, mein Freund! Moin! Ja. Na? Alles fresh? Machst du was? Ich gehe jetzt hoch, mach die Aufträge fertig, dass du anfangen kannst. Okay. Eins hab ich. Ich zeig dir das gerade mal, ja? Ich zeichne mal was. Ja. In meiner grandiosen künstlerischen Art. Stiftet mir schon mal. Nächste Best-of-Pfeife für den nächsten Monat, ja? Weg hier. Soll ich dir helfen? Nee. Ich will hier versuchen beizubringen, was ich. Okay. So. Wann kam denn die Idee? Heute Nacht oder? Ja, pass auf. Bika mit farbigem Boden haben wir ja schon immer, ne? Ja. Ich hätte mal gerne, ist das technisch möglich, dass wir eine Section machen, die, na, ich sag mal so Fire Water, also so orange-rot, die dann aber nicht nur im Boden drin ist, wie sonst, sondern dann auch ganz leicht über den Rand hinausgeht. Genau, und dann aber auslaufen. Also die, ne? Nicht nur hier unten im Boden, sondern in den Rand rein und dann quasi diese ganz vielen Section-Verdrehungen, die dann so auslaufen. Können wir machen. Ja? Das muss auch nicht, also, ne? Das muss dann so mal und dann hier. Ja, ja. Aber hier dann klar, ne? Hier ist klar. Und ich sag mal, und der Aufbau hier oben, egal.
Da gucken wir dann mal drüber, wenn wir den Boden das machen. Das machen wir beim Aufblasen, machen wir das. Wenn man den, bevor man den hier einsperrt, machen wir jetzt hier noch ein bisschen was dran. Ja, genau. Und dann werden wir es dann aufblasen und dann. Das geht aber technisch. Ja, das. Ob wir das jetzt bis dahin machen oder bis dahin ist eigentlich unerheblich. Das kriegen wir auch hin. Okay, aber weil das hatten wir in unserer ganzen Produktion. Nee, das haben wir noch nicht gehabt. Nee, es geht, ja. Super. Dann singeln wir mal die. Willst du meine Picasso-Zeichnung weiter? Nee, brauche ich nicht. Okay. Brauche ich nicht. Danke. Okay. Alles klar, ich mach die Aufträge und dann können wir damit Franzi produzieren. Gerne. Bis gleich. So, bis gleich. So, jetzt wäre das natürlich hier verrutscht. Shit. Aber egal. Krämer. Erzähl mir, wie das 1989 angefangen hat. Das willst du jetzt wissen? Ja, das hat so angefangen. Mein Vater ist gestorben, also die Firma gibt es ja schon wesentlich länger. Und da stand ich jetzt vor der Alternative, was mache ich jetzt? Entweder gehe ich weiter Medizin studieren, weil ich da im Medizinstudium war, oder mache ich jetzt weiter in der Glasbranche. Und dann bin ich hingegangen und habe mir gedacht, naja, ich muss ein bisschen Geld verdienen. Ne? Und dann bin ich dann in der Glasbranche hängen geblieben. Zumal dann auch die rechtlichen Sachen durch den Tod meines Vaters geklärt werden mussten. Und da hatte ich natürlich die Möglichkeit, dann auch in dem Glassegment weiterzuarbeiten, im Kunstglasbereich am Anfang. Und dann bin ich dann, wenn du so willst, nicht mehr zu 100% zurück zu dem Medizinstudium, weil mir das mit dem Arbeiten wesentlich mehr Spaß gemacht hat. Der Kundenkontakt hat mir mehr Spaß gemacht und da bin ich da geblieben. Und dann ist das eins zum anderen gekommen. Ne? Und dann irgendwann stand jemand vor der Tür und wollte Bons haben. Und da dachte ich, ob ich das auch bauen könnte. Und da sagte ich, na, ob ich jetzt da irgendwie im Labor-Segment oder im Kunstsegment was mache. Klar, geht. Und ja, da bin ich dann zu den Bons gekommen. So hat das angefangen, 89. Also ganz langsam, ganz easy going eigentlich. Und dann wurde immer ein bisschen mehr daraus. Boah, ich habe öfters Erlebnis natürlich, wenn wir natürlich unsere Kunstobjekte verkaufen, ne? Wenn ein Kunde das wirklich honoriert, was wir für tolle Sachen machen, ne? Und da einer wirklich auch mal mehrere tausend Euro mal da lässt und sagt hier, weißt du was, du da gemacht hast, klasse. Das gefällt mir, das ist mal was anderes, ist eine andere Ausführung. Das freut mich natürlich immer ohne Ende. Mich freut auch immer jede gute Bewertung. Mich freuen auch viele Kleinigkeiten. Ne? Also ich bin nicht jetzt so, dass ich jetzt irgendwie nur an das Große irgendwie, dass das sein muss. Muss gar nicht. Ne? Also viele Kleinigkeiten, die freuen mich auch. Ne? Wenn ein Kunde kommt hier nur in den Werkzeugkauf und sagt hier, ich habe mir jetzt das und das kaputt gehabt und der freut mal sich zu, einfach mal, dass er zugucken darf. Ne? Das macht mir auch Spaß. Und das finde ich auch gut, weil der das auch mitnimmt. Ne? Also ich versuche schon, dass jeder Kunde wirklich immer gut betreut wird. Urlaub. Oh, wie schön! Ja, René, mach's schön. Gut. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, komm wieder gesund zurück. Ja. Na, und hab eine schöne Zeit. Genau. Ne? Und wenn was ist, meldet euch an. Thomas, ich sag immer, wenn man nach dem Interview weint, dann hat man einen guten Arbeitgeber. Oh je. Ja. Ich war gerade auf dem Sprung. Da habt ihr wirklich Glück, dass ich gerade noch da war. Also Thomas habe ich zum ersten Mal kennengelernt, als ich sozusagen Kunde war, als ich als Kunde hierher kam. Da hat er mich schon sehr, sehr nett empfangen und auch das so umgesetzt, was ich gerne wollte. Und als ich dann hier angefangen habe, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, hat sich das in, ich würde mal sagen, wie eine Art auch Freundschaft entwickelt. Ne? Also ja, Thomas ist direkt, aber auf eine Art und Weise, dass man sich nicht angegriffen fühlt. Also er kann das entsprechend rüberbringen und egal,
ob es der private Bereich ist oder ob es der geschäftliche Bereich ist, der findet immer so den Mittelweg, muss ich sagen. Also ich kann jetzt nichts sagen, was irgendwie negativ ist. Also wirklich, er ist ein toller Mensch. Jetzt hast du so ein bisschen erzählt als Chef. Was zeichnet Ele wirklich aus? Außer Qualität, wir sind schnell, wir sind zuverlässig. Was ist eure DNA? Wie soll ich das beschreiben? Emotional, wir sind eine emotionale Firma. Ich bin auch emotional, wenn man so will. Das überträgt sich natürlich auf die Mitarbeiter. Ne? Ist das so die Richtung? Ist das deine Frage mit beantwortet? Oder? Es gibt keine falschen Antworten. Es gibt keine falschen Antworten, nee. Ja, es ist schwierig. Die DNA, ja, das ist mir irgendwie, das mit dem Glas ist mir einfach in die Wiege gelegt worden, muss man ganz klar sagen. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, was anderes zu machen. Ja, ich muss natürlich, ja, wenn du so willst, gerade auch so Massenproduktion, ne? Das hat mein Vater mir schon in die Wiege gelegt, ne? mit kleinen Teilen, jetzt nicht jetzt Glasblasen oder sowas. Ne? Wir haben früher viele Volumenmessgeräte gebaut, da mussten viele Sachen justiert werden und da mussten viele Sachen geringelt werden, also eine Ringmarke dran, wo das entsprechende Volumen ist. Da habe ich dann Pfennigsverträge da verdient, das war mich immer stolz gemacht irgendwo auch, ne? Das war schön. Und da habe ich auch gemerkt, wenn du dann natürlich dranbleibst oder am Handwerk dranbleibst, ne, dann kannst du damit auch wirklich Geld verdienen. Und es ist ja auch so. Und das ist, was ich so mitbekommen habe. Ne? Ich war immer irgendwo ein bisschen eingespannt zu Hause. Ist auch gut so. Also ich bin der Alex, ich bin jetzt bei der Firma Burdich Laborbedarf, in Summe schon knapp 10 Jahre. Aber mit dem Thomas arbeite ich jetzt seit 7 Jahren zusammen, seit wir da zusammen fusioniert haben. Nein, ein typischer Chef ist er gar nicht, weil wir total auf einer Ebene kommunizieren. Natürlich komme ich immer mit den neuen Ideen dann auch oder so, ich habe das und das gesehen, können wir sowas bauen oder in der nächsten Monatspfeife könnten wir mal das einbauen. Ich kann ihm aber genauso gut sagen, dass es Punkte gibt, wo wir auch völlig konträrer Meinung sind. Darüber diskutieren wir bis aufs Blut. Wir finden aber immer wieder eine Einigung und eine Wellenlänge. Und Thomas ist auch nie nachtragend. Ich bin sehr vom Naturell sehr ehrlich und offen. Bringe das auch manchmal zu offen und ehrlich rüber. Manchmal müsste man das vielleicht ein bisschen diplomatischer machen. Thomas kann immer hervorragend damit umgehen. Ich bin, glaube ich, ein sehr umgänglicher, aber auch, ich kann auch grandelig werden, wenn es nicht so läuft, wenn es nicht so schön wird, wie ich es mir vorstelle. Ne? Da gibt es dann auch schon mal, jetzt keinen Einlauf, aber ich lege da schon großen Wert drauf, dass das verbessert wird. Ne? Und ich würde für jeden meiner Arbeiter oder für meine Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen. Also es ist wirklich, die sind wirklich bei der Sache und das finde ich gut. Da bin ich auch stolz drauf, dass das so ist. Das kann ich schon verstehen, dass er das sagt, weil Thomas Ele ist die Marke Ele. Er ist der Erfinder, er ist der Gründer. Jede Pfeife, die wir bauen, geht durch seine Hand. Dementsprechend hat er auch einen extrem hohen Anspruch, was die Qualität, was die Verpackung angeht, was die Arbeitsleistung von jedem Einzelnen angeht, sei es jetzt ein Glasbläser oder einer im Büro oder ich im Vertrieb. Thomas ist kein typischer Chef, gar nicht. Anstrengend, ja, weil er einfach seine Marke zu 110% perfekt haben möchte. Und das nun schon seit 33 Jahren, das darf man auch nicht vergessen. In der Branche halten sich wenige so lange Zeit. Und das halt schafft man, glaube ich, nur mit einem extrem hohen Qualitätsanspruch, den der Thomas hat. Den hat er an sich, den hat er aber auch genauso an seine Mitarbeiter.
Also das sind ja, es ist ja nicht nur die Arbeit, ne, die man reinsteckt, wie lange etwas dauert, sondern wenn ich mir die Kunstwerke angucke, was draus geworden ist, ist das halt etwas Schönes. Also ich finde generell unsere Produkte, die sehen sauber aus, die sind schön, gar funktional, aber wenn ich als Beispiel haben wir zum Beispiel so Pfeifen mit fluoreszierendem Licht, also mit UV-Licht, ne? So. Und ich merke immer wieder, wenn ich dann noch Kunden habe und dann mache ich das Licht an und dann leuchten die Sachen und das ist einfach schön. Das ist schön anzusehen und es ist halt immer wieder faszinierend. Ich finde, es ist auch was sehr Faszinierendes, was dann aus einem einfachen Glasstab hergezaubert wurde, ne? Und wie das verarbeitet wurde. Es sind halt die Farben. Mit Farben verbindet man ja auch was. Und das sind für mich irgendwo Emotionen. Ich verbinde damit einfach diese Emotionen. Und ich finde, das drückt es in meinen Augen ganz gut aus. Oh je. Nee, das gibt's auch gar nicht, weil ich alles sehr, sehr gerne mag. Ist egal, was kommt. Also ich, wenn eine Aufgabe gestellt wird, versuche ich die zu lösen. Da gebe ich mein Bestes und ob da gibt's kein Lieblingsstück oder Teil. Gibt's nicht. Gibt's einfach. Nee, gibt's nicht. Ist komisch, dass ihr die Frage stellt. Ist wirklich lustig, aber nee, ich mache eigentlich alles gern. Und wenn es irgendwelche Hiwi-Arbeiten teilweise sind, wo ich dann auch mal wieder neue Gedanken gut schöpfen kann. Nee, also da gibt es keine Lieblingsgeschichte. Nee, nicht, dass ich wüsste. Thomas ist keiner, der mit Beginn des Rentenalters heimbleibt. Thomas wird noch, solange er kann, hier an der Flamme sitzen und wunderschöne Glasgeräte herstellen. Weg werde ich nicht sein. Erst dann, wenn der Deckel zugemacht wird. Das war eine schöne Abschlussfrage. Jetzt schaue ich noch einmal kurz rein. Ist das so? Ich fand die total cool. Du machst das bitte schön, ne? Feierabend. So schnell kann's gehen. Das war sie also, die Doku über Thomas Ehle und seine Glasbläserei in Limburg an der Lahn. Wenn euch die Bilder und Eindrücke genauso geflasht haben wie mich, dann lasst ein Like da und teilt dieses Video mit euren Freunden. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und ihr eine Ehle-Bon auch bei euch zu Hause stehen haben wollt, dann checkt einfach mal alle Bons auf buyhigh.de.